Deutschlands Kampf gegen den Weltbolschewismus hat in ganz Europa begeisterten Widerhall gefunden. In fast allen Ländern des Kontinents strömen Freiwillige zu den Waffen, um sich an Deutschlands Kampf gegen die bolschewistische Weltgefahr zu beteiligen. Meldestellen in Dänemark und Norwegen. Freiwilligen Aufmarsch in Holland. Ein besonders starkes Echo fand Deutschlands Kampfansage gegen die Sowjets in Spanien, das den Blutterror des Bolschewismus am eigenen Leibe auf das Furchtbarste zu spüren bekam. Der Moskauer Rundfunk vom 14. Juli bezeichnet die freiwilligen Meldungen in den einzelnen europäischen Ländern als ein völliges Fiasko. Nur in Spanien hätten sich etwa 20 ausgehungerte Abenteurer und Landstreicher gemeldet. Verabschiedung der Blauen Division in Bordeaux. Italien hat in treuer Waffenbrüderschaft motorisierte Verbände für diesen Kampf bereitgestellt. Die Truppen werden in Verona vom Duce verabschiedet. Gleich in den ersten Tagen des Krieges gegen die Sowjetunion kam es auch in Rumänien zu spontanen Volkskundgebungen. In Bukarest zog die Menge vor die deutsche Gesandtschaft, um ihrer Verbundenheit mit dem Reich begeistert Ausdruck zu geben. Rumänische Verbände rücken an die Front. Regimenter des jungen slowakischen Volksstaates kämpfen, wie schon im Polenfeldzug, auch jetzt wieder Schulter an Schulter mit unseren Soldaten. In Ungarn bewährt sich aufs Neue die deutsch-ungarische Waffenkameradschaft aus dem Weltkriege. Truppen aus fast allen Teilen Europas stehen geschlossen im Kampf gegen den Bolschewismus. Der Vormarsch an der finnisch-russischen Grenze stellt an unsere Truppen besonders hohe Anforderungen. Knüppeldämme werden gebaut. Jeder packt mit an. Für die schweren Fahrzeuge muss eine neue Vormarschstraße geschaffen werden. Das Ziel der vorrückenden Verbände ist Salla, ein von den Sowjets schwer befestigter Ort. Ein finnischer Oberst bespricht mit Offizieren der deutschen Wehrmacht die Operationen. Frontzeitungen auch im hohen Norden. Bolschewistische Flieger. Alarm! Sie greifen einen Flugplatz an. Platz blieb völlig unbeschädigt. Es gab nur einige belanglose Sprengtrichter am Rande. Ein abgeschossenes Sowjetflugzeug. Deutsche Jäger nehmen sofort die Verfolgung der übrigen auf. Einer der Bomber ist gestellt. Er versucht zu entkommen. In dieser Zeitlupenaufnahme wird die Treffsicherheit unserer Jäger besonders deutlich. Musik
Eroberer das Korn genommen. Auch er wird außer Gefecht gesetzt. Die Sowjets haben auf dem Rückzug große Strecken von Wäldern in Ausführung der von Stalin selbst gegebenen Weisung in Brand gesteckt. Sie hofften, den deutsch-finnischen Vormarsch damit aufhalten zu können. Schon aber steht eine Vorausabteilung dicht vor Sala und kämpft sich immer näher an diesen Ort heran, der von den Bolschewisten zäh verteidigt wird. Am 8. Juli nahmen die deutschen Verbände, durch Umfassungsbewegungen finnischer Kräfte unterstützt, diesen befestigten Platz. Lagebesprechung auf einem Feldflughafen im hohen Norden. Ein finnischer Offizier. Stukas fertig zum Feindflug. Sie sollen die bolschewistischen Stellungen um Sala sturmreif werfen. Vor dem Start muss der Platz von Renntieren freigemacht werden. Liegt bis in den Sommer hinein Schnee. Bomben auf feindliche Feldstellungen. Unten brennen die Wälder. Zum Angriff auf sowjetische Marineeinheiten im Weißen Meer. Mit Bordwaffen gegen ein Vorpostenboot, das im Laufe dieses Gefechtes vernichtet wurde. Das Schiff wird angegriffen und ebenfalls schwer getroffen. Wie im Norden die Finnen, so kämpfen im Süden der gewaltigen Front die Truppen der rumänischen Wehrmacht Seite an Seite mit unseren Soldaten gegen den bolschewistischen Weltfeind. Rumänische Infanterie auf dem Vormarsch. Die Sowjets versuchten hier vergeblich, die deutsch-rumänische Front zu durchbrechen. Sie wurden im Gegenangriff zurückgeschlagen.